Ed Sattler, hallöchen, herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir waren ja gestern bei dem Maler, haben die letzte, zumindest bis dahin, die wir jetzt geholt haben oder gefunden haben, die letzte Nebenquest geschafft. Was macht denn der da? Ach, du singst deine Holden was vor, oder wie? Ich höre gar nichts. So, ja, wir sind hier in Beclair, machen heute jetzt endlich weiter mal wieder mit der Hauptquest. Ist ja, glaube ich, empfohlen Stufe 38 oder 39. Ich denke, das müssten wir mal locker schaffen. Und ich hoffe natürlich noch, dass wir noch die ein oder andere Nebenquest noch dazu finden. Das wäre natürlich, das wäre natürlich das Optimale hier, weil ich eigentlich ehrlich gesagt noch keinen Bock habe, dass ich dieses DLC beende. Ui. Belgard Weingut, kennst du ja aus. So, ja, hab ehrlich gesagt noch keinen Bock, weil es halt einfach so Spaß macht. Auch noch über 600 Folgen. Macht dieses Spiel einfach unheimlich Spaß. Es gibt immer wieder was Neues. Und ja, kriegst du einfach nie genug davon. Ist einfach so cool, das Spiel. Aber ich habe schon tausendmal sicherlich erwähnt. So, wir sprechen jetzt erst einmal aber mit Regis, denn wir sind soweit, was wir eigentlich machen müssen. Das weiß ich jetzt eigentlich gerade selber nicht mehr, wie wir da genau waren. Wir könnten aber doch nochmal unser... Okay, Regis ist genau hier unten drunter. Da ist der Friedhof, genau, etc. Dann können wir hier nämlich hier runterhupfen. Ne, wo war das nochmal? Genau hier können wir nochmal rein, nämlich. Denn der gute alte Regis wohnt da drin. So, weißt du was? Wir lesen dann nochmal kurz. Ach Gott, ist das viel. Dann lesen wir nur das untere. als Regis die vorletzte Zutat für den Trank Resonanz hatte, stellte er fest, dass nun die Zeit für die größte Herausforderung von allen gekommen war. Dem Trank musste das Blut eines höheren Vampirs beigefügt werden. Darin sah Geralt zunächst kein Problem. Immerhin stand gerade ein Vertreter dieser Spezies vor ihm. Doch Regis enthüllte, dass er seiner besonderen chemischen Zusammensetzung des Blutes bedurfte. Diese Zusammensetzung ließ sich durch großes Leid erreichen. Regis bot ohne zu zögern an, dieses Leid auf sich zu nehmen. Jawohl, und da machen wir heute weiter. Bist du deppert? So, und ich bin echt sehr, sehr gespannt. Regis, der ist da oben, ne? Jo, etc. Na, kennen wir uns doch wieder aus. Regis, mein Freund. Können wir was mitnehmen? Nein. Wir können aber reden mit ihm. Regis? Ah, da bist du. Können wir nach Teshamutna aufbrechen? Teshamutna? Jetzt müssen wir nach Afrika, oder wie? So, aber erzähl mal erstmal davon. Teshamutna, was gibt es darüber zu wissen? Es ist ein Ort der Qual, eine Folterkammer. Vor langer Zeit, kurz nach unserer Ankunft in dieser Welt, entwickelte einer der unsrigen, ein gewisser Kahagma, so eine Lust auf Menschenblut, dass er in einer einzigen Nacht ein ganzes Dorf leer trinken konnte. Das brachte unsere gesamte Spezies in Schwierigkeiten. Die Menschen waren es schnell leid, sich dauernd fürchten zu müssen. Sie machten Jagd auf uns und suchten dabei die Hilfe von Magiern und Hexern. Na und? Sie konnten euch nicht ernsthaft etwas anhaben. Aber es war nervtötend. Verzeih den Vergleich. Aber die Moskitos, die dich umschwirren, könnt ihr ja auch nicht ernsthaft etwas anhaben. Jedenfalls beschlossen die Vampire, dass etwas geschehen musste, dass Kahagma gefangen und bestraft werden musste. In den Verliesen von Teshamutna wurde daher eine Folterkammer eingerichtet. Dort brachte man einen Käfig aus einer Speziallegierung aus Silber, Dalvinit und Meteoritenstahl an. Kahagma wurde gefangen und in den Käfig gesperrt. Darin saß er über 200 Jahre, immer wieder in Raserei und ohne Chance zu entkommen.
So weiß ich, dass der Käfig auch der Raserei standhalten wird, in die wir meine bescheidene Person versetzen werden. Okay, dann hätten wir gesagt, gehen wir, ne? Keine Zeit zu verlieren. Tesha Mutna, bring mich dorthin. Moment noch. Eine letzte Sache. Was war das? Blut. Der letzte Gefallen, den der Rabe mir getan hat. Außerdem habe ich Sangurium eingenommen, das meinen Geruchssinn schärft. Jetzt rieche ich einen Blutstropfen, als wäre es eine Gallone. Bist du von Sinnen? Du bist ein trockener Süchtiger. Deine Anteilnahme rührt mich, Geralt. Aber bitte mäßige dich. Ich hatte keine Wahl. Die Würfel sind jetzt gefallen. Höchste Zeit, nach Tesha Mutna zu gehen. Mir dreht sich der Kopf und du riechst plötzlich so lecker. Und du machst mir langsam Angst. Oh Mann, Regis, Junge, Junge. War doch anonymer. Nee, nicht anonymer Alkoholiker. Wie heißt das? Ein trockener. Cool. Wir sind da. Die Opferkammer der Folter und Pein ist unterirdisch. Müssen wir jetzt Regis opfern? Und du weißt, was du tust. Ich hoffe es nur. Gehen wir bitte. Je länger wir säumen, desto weniger habe ich meine Fakultäten im Griff. Ich will dich wirklich nicht verletzen. Ja, und ich will dich auch nicht verletzen, mein Freund. Geh voran. Platzer, wir müssen nahe ihrer Fressstelle sein. Stimmt. Ich sagte ja, es wird gefährlich. Hinter dieser Wand liegt ein altes Vampirverlies. Ich habe ja schon vieles gesehen, aber sowas noch nicht. Wie ehrenvoll. So ein erfahrener Mann und doch kann ich ihm noch etwas Neues zeigen. Jetzt auf damit. So, was Ruinen. Zum Teufel? Uralter Schutz vor unerwünschten Gästen. Der Entriegelungsmechanismus reagiert nur auf das Blut höherer Vampire. Eine gesicherte Vampirfestung voller trickreicher Fallen. Toussaint war euch anscheinend mal wichtig. So, jetzt hat er ausgelabert. Jetzt möchte ich doch nochmal die Charaktereinträge machen. Denn da haben wir was bekommen. Vom guten alten Regis. Wo ist er denn? Hier, Emi Regis. Jetzt ist das nah. Wir scrollen mal nach unten. Nach Geralds Begegnung mit dem Wicht hatte er alle Zutaten beisammen, damit Regis den Resonanztrank brauen konnte. Als er mit den Zutaten zu Regis kam, erfuhr er jedoch, dass noch eine Sache fehlte. Das Blut eines höheren Vampirs. Gerald dachte nicht, dass dies ein Problem sein könnte, bis Regis ihm erklärte, dass nur das Blut eines vor Verlangen rasenden Vampirs helfen würde. Aus diesem Grund musste in Regis jener unglaubliche vampirische Laster des Blutdursts geweckt werden, dem er jedoch bereits seit Jahren abgeschworen hatte. So. Ich hoffe, ich muss ihn nicht töten. Ne? Ich mach mal die Fackel an. Hier sieht sicherlich sehr, sehr. Hier ist es noch. So, wir sind hier in diesen Ruinen. Oh, und ich bin richtig schon ein wenig angespannt. Ist halt doch was anderes. Das wird es auch immer bleiben. Bei der Konjunktion hat sich das Tor aus unserer Welt in diesem Land geöffnet. Dies war der erste Ort. Da
Das hier ist ein übler Ort. Der Tod liegt in der Luft. Krass. Menschenhaltung und Pflege. Was geht denn hier jetzt ab? So, bei der Menschenhaltung kommt es darauf an, Bedingungen zu schaffen, die auf der einen Seite das Überleben der Herde sicherstellen, auf der anderen Seite aber das zum Überlegen nötige Minimum nicht zu sehr betreffen. Dabei gilt es stets zu bedenken, dass Menschen über eine hohe Intelligenz verfügen, aber nennen wir es Schleue und Instinkte, die es ihnen erlauben, ihre Umgebung so weit wie möglich für sich zu nutzen. Für die Haltung heißt das, dass Menschen immer versuchen, mehr aus dem zu machen, was man ihnen gibt. Aus diesem Grund sei empfohlen, jedem von ihnen einen Schlafplatz, zwei Mahlzeiten am Tag und ununterbrochenen Zugang zu Trinkwasser bereitzustellen. Diese Bedingungen, die vielleicht manchen übermäßig großzügig erscheinen, sorgen für eine optimale Produktion hochwertigen Hämoglobins. Nähere Informationen zur Ernährung folgen im späteren Kapitel. Ebenfalls entscheidend ist der ständige Zugang zu Atemluft, ohne die Menschen innerhalb weniger Minuten sterben. Es ist nicht notwendig, sich Gedanken darüber zu machen, ob die gezüchteten Menschen die oben genannten Dinge vervielfachen. Wenn man ihnen ein Existenzminimum bietet und Männchen und Weibchen miteinander mischt, werden sie sich zwangsläufig fortpflanzen. Auch in Gefangenschaft. Ja, das hat er schön gesagt. Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass es einen Denkansatz gibt, der besagt, man sollte Zuchtmenschen mehr Freiheit und Pflege zukommen lassen, was auch bessere Nahrung und eine gewisse Freizügigkeit einschließt. Angeblich sorgt das für höhere Konzentration nährstoffreicher Bestandteile im Blut, sodass es besser schmeckt. Allerdings sollte es nicht unerwähnt bleiben, dass diese Art der Haltung weitaus schwieriger ist und emotionale Bindungen erfordert, auf die wir in den folgenden Kapiteln näher eingehen werden. Wow, jetzt wird es aber richtig cool und interessant, ne? Junge, Junge, Färbemittel, kennst dich aus. Wir looten natürlich alles durch die Bank, gehärtetes Leder. Was war das andere? Pferde? So. Tesamutra Champion von? Keine Ahnung. Wow, Tesamutna Rüstung, Tesamutna Hose, Tesamutna Stahlschwert. Hier ist das noch. Aber ich glaube, wir sind da über Power. Ja, siehst du es hier. Aber das sieht doch auch sicherlich cool aus, ne? So, das Tesamutna Schwert hat er gemeint. Tesamutna Stahlschwert. Benötigt die Stufe 39, ja. Komm, weißt was? Wir ziehen das unserem Geralt mal an. Boah, das sieht schon fett aus, ne? Komm, weißt was? Das lassen wir jetzt einmal an. Eben weil wir es können, sieht schon sehr, sehr cool aus, ne? Ja. Hier haben viele Wesen ihr Leben ausgehauen. Menschen, Haltung und Pflege? Kein Witz. Der Autor hat Menschen und ihr Verhalten studiert. Über die Jahre hat er sie gezüchtet. Moralisch fragwürdig, sicher. Aber wissenschaftlich sauber gearbeitet. Das knarzt hier recht, ne? Eieiei, dem fehlt der Haxen. Und die Käfige wie in so einem Horror-Let's Play, ne? Sehr cool. Wirklich atmosphärisch schon vom Feinsten. Da fehlt auch der Haxen. Haben die nur die Haxen gefressen oder was? So, weiter geht's mit dem Ludeln, hat er gemacht. Zerbrochene Spitzhacke. Ich bräuchte halt noch so Handschuhe, ne? Von denen. Die Rüstung schaut schon geil aus. Jo, Stiefel, Maske! Alter! Käfighaltung und Freilandhaltung im Vergleich. Da habt ihr euch ja eine nette kleine Bibliothek eingerichtet. Wie geil! Käfighaltung und Freilandhaltung im Vergleich. Was für eine coole Quest. So, in den letzten Jahrzehnten sind viele von uns dazu der Ansicht gelangt, dass man weitaus effektiver an hochwertiges Menschenblut kommt, wenn man statt Jagd auf Menschen zu machen, diese systematisch und kontrolliert züchten würde. Abseits der offensichtlichen Vorteile eines solchen Vorgehens, wie die Kontrolle über die Nahrungsmittel und die Möglichkeit, bestimmte Menschen miteinander zu kreuzen, um Abkömmlinge mit bestmöglichen Hämoglobin zu erhalten, liegt ein weiterer eindeutiger Vorteil der Menschenhaltung darin, dass Menschen in Gefangenschaft weniger aggressiv sind als in ihrer natürlichen Umgebung.
als in Dörfern und Städten und daher auch weniger Probleme bereiten. Es gibt verschiedene Absätze für die Haltung von Menschen, von denen zwei in letzter Zeit am weitesten verbreitet sind. Die Käfighaltung und die Freilandhaltung. Diese Abhandlung beleuchtet die jeweiligen Vor- und Nachteile dieser beiden Haltungsmethoden sowie die jeweils erforderlichen Maßnahmen. Zur Einführung sollten zunächst die grundlegenden Unterschiede zwischen beiden Methoden dargelegt werden. Bei der Käfighaltung, eine detaillierte Beschreibung finden Sie in dem Buch Menschenhaltung und Pflege, werden mehrere männliche und weibliche Exemplare in einem geschlossenen, beengten Bereich gehalten, wo sie permanenten Zugang zu Luft, Nahrung und Wasser haben. Diese Zuchtform unterscheidet sich von der Freilandhaltung darin, dass es dem Menschen nicht gestattet ist, den Zuchtbereich zu verlassen und dass sie ihr gesamtes Leben lang in Gefangenschaft verbringen. Bei der Freilandhaltung dagegen belässt man die Exemplare in ihrer natürlichen Umgebung oder schafft eine Umgebung, die dieser natürlichen Umgebung nahe kommt. Man erschafft also Dörfer, mehr dazu im Kapitel Menschendörfer, Aufbau und Pflege einer Herde, und erzeugt dann eine psychologische oder physische Abhängigkeit von ihrem Besitzer. Die effektivste Methode, einen Menschen abhängig zu machen, sind die Garantie von Sicherheit und der permanente Zugang zu hochwertiger Nahrung. Dazu ist anzumerken, dass ein Mensch, der seinem Besitzer vertraut, keine Angst verspürt und sich nicht verteidigt, wenn sein Blut getrunken wird. Auf diese Weise wird die Produktion von Noradrenalin, hier ist es nah, und Cortisol verringert, die den Geschmack des Blutes negativ beeinflussen. Darüber hinaus kann es vorkommen, dass es eine Freilandhaltung demestizierter, yes, das Name, Mensch ein gewisses Vergnügen verspürt, wenn sein Besitzer von seinem Blut trinkt. Vermutlich aus sexueller Erregung, was einem noch intensiveren Blutgeschmack bewirkt. So, was haben wir hier? Champion von Tesamudna. Ich bin der Diener des Stammes. Erhaben über die Menschen, kündig von ihrer Schwäche. Erhoben über sie bin ich der Hüter der Herde. Voll der Stärke richte ich das Schwert gegen die Feinde des Stammes. Ich bin Herr und Knecht zugleich. Ich bin der ausgeübte Wille des Stammes. Ich akzeptiere dieses Schwert und diese Rüstung, auf dass ich den Stamm dienen kann. Geil, jetzt gucken wir aber nochmal hier ins Inventar, Leute. Stiefel natürlich wenige. Klar. Bäm, ziehen wir trotzdem an. Wo ist die Maske? Jo, das Töten von Gegnern regeneriert die Vitalität in jedem Gedanken. Soll gegenüber maximal sein. Ach, die können wir hier einsetzen. Ne, dann setzen wir mal hier ein. Geil, ey. Sehr, sehr cool. Porträt von Geralt. Okay, das hatten wir ja schon in der letzten Folge. Cool. Das sieht doch nice aus, ne? Komm, das nehmen wir mal. Ich weiß aber nicht, ob wir das vielleicht noch für die Quest brauchen. So, wir gehen wieder raus. In der Tat. Auch wenn ich nicht mitgemacht habe. Geil, ne? Hat schon was, ey. Sieht schon richtig cool aus, muss ich sagen. Das war ich gerade richtig. Die Glyphen sind in den Fels geschnitten. Sie waren mal mit Blut überzogen. Bedeuten sie was? Es sind Zeichen, Symbole für... Du würdest die Stämme nach der Konjunktion in der Welt verteilen. Meine Ahnen platzierten sie hier, um uns an unsere Herkunft zu erinnern. Das ist eine Hand, ne? Und das hier? Von welchem Stamm ist es? Garasham. Mein Stamm und Detlafs. Wir sind beide in diesem Teil der Welt geblieben. Alter, wie cool ist denn der See? Was bedeutet dieses Symbol? Es ist das Symbol der Tendet, die nach Osten über die blauen Berge gingen. Oh, ohne Witz, ich bin total begeistert gerade. Ich finde es richtig cool hier. So, was haben wir hier Hübsches? Zu wem gehört dieses Zeichen? Amurun. Sie sind über das Meer gezogen. Sehr geil. Zellen. Für wen? Ach, dieses Kapitel unserer Geschichte ist wahrlich kein Ruhmesblatt. Ich will die Dämonen der Vergangenheit lieber nicht beschwören, wenn es dir nichts ausmacht. Und das hier? Von welchem Stamm ist es? Garasham. Mein Stamm und Detlafs. Wir sind beide in diesem Teil der Welt geblieben.
Boah, wie die sich das sowas ausdenken können, ne? So, wir nehmen auf. Oh, Puppen. Sogar 3-mal. So, was ist das für ein Stamm? Ach, das haben wir schon. Blutmoos. Oh, hier ist noch was. Zu wem gehört dieses Zeichen? Amurun. Sie sind über das Meer gezogen. Alter, wie viele Vampirstämme es hier gibt, ne? Sieht halt alles so cool aus hier, ne? So, Kohle, jo! Silberner Smaragd drin, kennst dich aus. Und da flackt Arne oben. So, hier haben wir noch einen. Und das hier? Von welchem Stamm ist es? Garasham. Mein Stamm und Detlefs. Wir sind beide in diesem Teil der Welt geblieben. Entschuldige, aber mich interessiert wirklich die ganzen Stämme, ne? Was bedeutet dieses Symbol? Es ist das Symbol der Tedet, die nach Osten über die blauen Berge. Sehr cool hier, echt. Atmosphärisch auch sehr, sehr vom Feinsten. So, Mitschrift. Eine Konservation mit einem niederen Wesen. Anscheinend ein normaler Mensch. So, wir lesen's. Mitschrift, eine Konversation zwischen Meister Erzil Hildegard und einem Menschen. So, Erzil. So, also ich mache jetzt die Abkürzungen, lese ich nicht vor, ne? Wer bist du? Mein Name ist Hans Bisco. Warum zitterst du so? Ich fürchte mich, Herr. Du fürchtest dich? Ich verstehe nicht. Du kennst keine Angst, Herr? Nein, ich habe eure Sprache gemeistert, aber manche Konzepte bleiben mir fremd. Was ist Angst? Ein Gefühl, das alle anderen Gefühle zerstört. Sie kontrolliert Herz und Verstand. Wie meinst du das? Ich dachte, es wäre eine Art Schmerz. Ich habe in meinem Labor Versuche gemacht und herausgefunden, dass eine Mutter ihr Kind vergisst und nur noch daran denkt, wie sie den Schmerz entkommen kann, wenn man sie den entsprechenden Stimuli aussetzt. Ist Angst also so etwas wie Schmerz? Nein, Schmerz beherrscht den Körper. Angst kommt aus dem Herzen. Oh ja, das ist sehr interessant. Ich glaube, ich muss im Labor dein Herz untersuchen. Was meinst du damit? Untersuchen? Na, untersuchen eben. Ich nehme es heraus und sehe es mir ganz genau an. Aber Herr, das würde mich töten. Ja, eure Sterblichkeit ist wirklich sehr lästig, aber ich habe eure Art nicht geschaffen und kann auch nichts für eure übermäßigen Schwäche. Die Konversation erfolgte in menschlicher Sprache, wurde auch so notiert. Es ist keine Übersetzung erforderlich. Alter. Man hat schon ein wenig was Gruseliges hier, ne? So. Ein Haufen Schmutz. So, Notizen eines Gefangenen von Techa Muma. Ich nahm ein Pergamentstück an mich, das eins der Monster verloren hatte. Außerdem habe ich ein Kohlestück. Ich würde ja mit meinem Blut schreiben, aber das ist so gut wie alle. Mir ist kalt. Jeden dritten Tag kommen sie und öffnen mir die Venen, wonach ich mich nicht bewegen kann. So geht das nicht mehr weiter. Aus den anderen Käfigen höre ich das entsetzte Geschrei. Wäre ich stark genug, würde ich mir den Kopf an den Gitterstäben zerschmettern. Hoffentlich ist es bald vorbei. Alois im Nebenkäfig ist gestern gestorben. Sie haben ihn totgetrunken. Offenbar ärgert sie das, denn ich habe sie in ihrer seltsamen Sprache streiten hören. Heute früh haben sie neue Menschen gebracht. Man könnte sagen, es ist Frischblutnachschub eingetroffen. Die Leute haben keine Ahnung, was sie erwartet. Mein einziger Trost ist es, dass ich schon weiß und den Schrecken, als sie den ersten Mal zu mir kamen, nicht noch einmal erleben muss. Ich wusste nicht, was sie vorhatten, bis sie ihren glänzenden Instrumente rauszogen. So ein schönes Metall habe ich noch nie gesehen. Mein Blut glänzte violett, silbrig darin. Alter. Richtig, richtig nice. So, hier waren wir. Boah. Hier können wir was aufnehmen. Jo, Ohren. Und die Handschuhe. Bist du deppert? Yeah! Alter, wie fett! Ohne Witze, ist das nah. Warte mal, rechts zwei Spielerwerte. Ah, es sieht schon cool aus, ne?
Es sieht schon richtig böse aus, also auch gut hier, ne? Diese ganze Nähte, ne? Gefällt mir richtig gut, das Teil. Alter, leg mich am Arsch. Gut, klar, natürlich nicht so stark, ne? Wie jetzt mal andere. Aber trotzdem. Feier ich gerade richtig, muss ich sagen. Muss ich echt zugeben. Feier ich gerade richtig. So. Wir nehmen das mal nochmal alles durch. Beziehungsweise wir machen die Markierungen weg. Und dann kann es sofort weitergehen hier. Boah, was erwartet uns noch? Boah, wie das kracht und scheuert, ne? Die haben wir ja schon alle, ne? Und das hier? Von welchem Stamm ist es? Garrasham. Mein Stamm und Detlefs. Ja. Wir sind beide in diesem Teil der Welt geblieben. Okay, mehr Stämme gibt's hier anscheinend nicht mehr. Oi, wo kommen wir denn hier hin? Es wird spannend, Freunde. Hübsch hier. Aber wozu all die Käfige? Du hast nur einen Vampir erwähnt. Tja, also, meine Vorfahren waren nicht gerade humanitäre Überflieger. Sie befanden es als geeignete Strafe für Kahagma, Blut riechen, aber nicht erlangen zu können. Also hielten sie hier Menschen, die sie langsam zur Ader ließen. Kahagma wütete und tobte, während sie verbluteten. Sie haben sie wie Objekte behandelt. Ich würde gerne die Zeit zurückdrehen oder die Sache leugnen, aber ich kann beides nicht. Ich kann mich nur für meinesgleichen schämen. Nimm es nicht so schwer. Du hättest nichts daran ändern können. Machen wir uns an die Arbeit. Wirklich unangenehm. Na schön. Ich habe den Köder vorbereitet. Sei so gut und leg ihn aus. Am besten an den Tunneleingängen. Da breitet sich der Geruch schnell aus. Kommt mir der Ding jetzt viel leg blasser vor? Leg den Köder beim Tunneleingang aus, dann wittern die Monster sich schneller. Wenn ich daran denke, wie die Tunnel hier entstanden sind, ekelhaft. Aber nur natürlich. Ein Ort, an dem es so nach Tod stinkt, zieht Nekrophagen an. Alter, kommt mir der Regis jetzt ein wenig blasser vor? Oder ein wenig seine Tonlage auch ein wenig total, ne? Alter, was geht hier ab? Wo geht er hin? Ach, der zündet die Dinger an. Wie cool bist denn du, ey? So, wir untersuchen mal das kurz. Warum? Weil ich neugierig bin. Ob der hält? Sieht nicht sehr speziell aus. Ich sagte doch, Kahagma hat sich über 200 Jahre darin ausgeruht. Der Schein kann täuschen. Okay, liegen in allen vier Tunneln Köder aus, liebe Freunde. Das werden wir machen. Allerdings... Allerdings erst morgen. Ich werde mich aber schon damit ausrüsten, gleich am besten. So, ups, eins, zwei, darüber müssen wir noch. Ich feiere halt die Rüstung gerade, ne? Und auch die ganze Geschichte von den Vampiren zum... Die Menschenhaltung. So, Köderfresser, kennst du dich aus? So, kann ich jetzt gerade nicht nehmen. Beziehungsweise irgendwo in mein Inventar stecken. Gut, dann hätte ich gesagt, machen wir trotzdem hier eine Pause. Und das schaut auch gut aus, ne? Und ja, sehen uns dann wieder morgen in aller Frische zu... The Witcher 3, Blood and Wine DLC, alteste spannend. Entschuldige, ich feiere diese Folge richtig. In diesem Sinne, hoffe, seid ihr dann morgen wieder mit dabei, wenn es dann hier weitergeht und wir die Köder auslegen. In diesem Sinne, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und Servus, euer Franconia.